vergrößern, verkleinern für Ciaran Clarke endete der Ausflug nach Magaluf offenbar im Krankenhaus. Urheberrecht Getty Images. Ein Fußballprofi von Newcastle United landet nach einer Schlägerei auf Mallorcas Partymeile offenbar im Krankenhaus. Es gibt auch eine Verhaftung. Sein Partytrip nach Mallorca hat für Irlands Nationalspieler Ciaran Clarke offenbar im Krankenhaus geendet. Wie die lokale Zeitung Ultima Hora berichtet, wurde der Verteidiger von Newcastle United bei einer Barschlägerei bewusstlos geprügelt und sei daraufhin ins San Esbases Krankenhaus von Palma gebracht worden. Offenbar war der Fußballprofi Samstagnacht auf der Partymeile in Magaluf in der Crystals Bar mit einem anderen Gast aneinander geraten. Dieser habe ihn dann letztlich mit einem Schlag ins Gesicht ausgeknockt. Nach Polizeiangaben wurde der Verdächtige festgenommen, allerdings auf Kaution wieder freigelassen. Ciaran Clarke spielt bei Newcastle United. Urheberrecht Getty Images. Der Mann gab zwar zu, einem anderen Gast auf die Nase geschlagen zu haben, dabei habe es sich aber nicht um Clarke gehandelt. Clarke selbst oder sein Club Newcastle United haben sich noch nicht zu den Berichten geäußert.